der in Europa den Sprung in die Formel 1 nicht geschafft hat. Nun, im vergangenen Winter gab es aber nun Angebote, unter anderem von Tom Walkinshaw, von der Ligier-Mannschaft, die Gilles de Ferrand unbedingt haben wollten. Aber Gilles hat gesagt, nein, ich bleibe nun bei dem Team, das mir die große Chance gegeben hat. Der Durchbruch, ja, im letzten Jahr. Ganz wilder Abflug. Und das ist Marc Blandel, der sein Auto nun komplett zerstört. Pack West wird also einen weiteren Totalschaden reparieren oder einen weiteren Totalschaden festschreiben müssen. Das zu reparieren ist da wohl nicht mehr viel. Also wenn man bedenkt, wie gut sich Zanardi hier schlägt als Rookie, als Neueinsteiger, dann ist der Ex-McLaren-Fahrer, dann ist Blandel von allen guten Geistern verlassen. Da hat er sogar Glück, dass er noch den Vordermann nicht erwischt. Möglicherweise allerdings auch hier ein technischer Defekt. Solche Fehler würden ihm unter diesen Umständen wohl nicht passieren. Oh, und da ist er natürlich nur benommen. Bei diesem harten Aufschlag auf die Mauer oder in die Mauer. Was für ein schlechter Einstand für ihn. Und er hätte beinahe seinen Teamkollegen mitgenommen. Da ging es um Haaresbreite. Da hätte er beinahe Maurizio Gugelmin noch erwischt. Das Auto in einem relativ spitzen Winkel in der Mauer. Gott sei Dank, da wird viel Energie vernichtet. Die Indycar ist ja deutlich größer und länger als die Formel 1 Autos. Aber es hat ihm mit Sicherheit massiv die Luft genommen. Da kommt er schon. Oh ja, da sieht es jenseits von Gut und Böse. Offenbar haben die Bremsen da komplett versagt. Die Fahrzeuge wollten, die Fahrer haben sich vorgenommen, in den Kurven 1 und 3 eigentlich beim Einlenken immer runter zu schalten. Nicht nur zu bremsen, sondern auch runter zu schalten. Das schien bei ihm nun nicht der Fall zu sein. Bange Momente jetzt. Wir haben keine Ahnung, ob es ihm da nun ähnlich ergangen ist wie Scott Goodyear oder Christian Fittipaldi. Zanardi aber immer noch an der Spitze des Feldes vor Greg Moore. IndyCar World Series.